Wetter, manchmal ist es tatsächlich wie gemalt. Und wir haben heute jemanden hier, der es wirklich hin und wieder malt. Herr Martinez, herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind vom M&B Verlag. Und Sie zeichnen selber auch Comics. Eines zum Beispiel, ich muss es direkt in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so früh da bin. Das ist nämlich gerade erst ein paar Tage alt herausgekommen. Da gibt es auch eine deutsche Version. Das ist die französische, Le Journal de Ricardo Castillo. Oder richtig, auf gut Deutsch, das Tagebuch des Ricardo Castillo. Das ist das Buch, das könnte ich eigentlich drüber halten. So sieht die deutsche Version aus. Die Franzosen haben es zu etwas mehr Farbe geschafft, aber nur aus dem Einband. Da reden wir gleich drüber. Wetter im Comic. Ist das überhaupt wichtig? Ja, also es ist wichtig, um gewisse Stimmungen beim Leser zu erzeugen. Wir haben ja beispielsweise ein Bild hier von dem Schiff. Mhm. Da sehen wir natürlich, es ist ein Schiff im Sturm. Und sofort kommt bei dem Leser halt eine Stimmung auf, okay, hier droht Gefahr. Es wird stürmisch im Leben von Ricardo Castillo. Ah, also es ist jetzt, der Sturm ist nicht wichtig, weil gleich das Schiff untergehen wird. Also man muss ja nicht die Geschichte erzählen, nee, sondern einfach nur diese Stimmung. Das ist alles andere als einfach, mit dem der sich zu beschäftigen hat. Das ist richtig. Also dann steht beim Leser oder beim Betrachter einfach die Wahrnehmung, da passiert was. Mhm. Aber man muss wahrscheinlich nicht in jedem Bild Wetter malen, nee, oder? Nee, ist nicht unbedingt notwendig. Nee. Aber in unserem Comic ist es so, dass halt auch Schnee und Eis immer eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Es ist halt auch so, dass es halt, weckt halt ein gewisses Abenteuergefühl kommt da auf und Schnee und Eis bildet da eine wunderbare Bühne für Abenteuer. Ja, wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten und habe ich gesagt, also ist es nicht umso schwerer, wenn das so in Schwarz-Weiß ist, wenn man sieht es ja jetzt nur so, ist es da nicht umso schwerer, überhaupt Wetter darzustellen? In Farbe geht es doch vielleicht, ein blauer Himmel, eine schwarze Gewitterwolke, der gelbe Blitz. Es geht ja in Schwarz-Weiß alles gar nicht. Nee, das ist richtig, die Farbe ist da nicht, aber gezeichnet werden muss es ja ohnehin. Also das entsteht ja alles in der Tusche. Ja, da sieht man es nochmal. Hier ist nochmal das. Ja. Zwar hilft die Farbe, um das natürlich ein bisschen, um die Kontraste natürlich zu verstärken, aber im Schwarz-Weiß funktioniert das auch wunderbar. Ja, Sie haben noch ein paar Bilder mitgebracht, können wir vielleicht noch mal drauf gucken, dann sehen wir es noch mal in groß. Das ist ein interessantes Querformat. Was ist hier das Entscheidende an der Wetteraussage? Gut, also hier ist es das, was ich vorhin erwähnt habe, im Grunde genommen Schnee und Eis. Der Held muss sich durch Schnee und Eis kämpfen, da kommt so ein gewisses Abenteuergefühl auf und das ist natürlich das, was wir beim Leser halt auch wecken wollen. Ja. Abenteuergefühl in einem Comics. Comics sind ja mehr und mehr im Trend, habe ich das Gefühl. Richtig, also das zum Beispiel eine Ausgabe, die war von der FAZ schon vorab veröffentlicht. Vorveröffentlicht, 2011. Kann man nicht sehen, wenn man diese Bilder jetzt anguckt. Sie zeichnen das also selber, ich muss mal reinhalten. Ja, ja. Das ist ja jetzt relativ klein. Das Original ist ja vermutlich größer, wenn Sie das zeichnen, oder? Richtig, also das ist in zwei DIN A4 Seiten entstanden. Also ja, also jeweils die Hälfte jeweils von einer Hälfte Seite ist DIN A4. Ist DIN A4 gewesen, genau. Dann ist das eingescannt worden und dann im Rechner dann nochmal nachbearbeitet worden und die Flächen sind dann gefüllt worden. Ja. Wie lange braucht man dafür? Also ich würde ja wahrscheinlich für ein Bild würde ich ein Jahr brauchen, und dann würde es immer noch nicht nach was aussehen. Aber also in der Regel brauche ich für eine Seite auch so zwischen 3 bis 4 Tage. Okay. Ja. Und ist es so, dass Sie beim Zeichnen dann noch die Idee weiterentwickeln oder kommen Sie schon mit einem fertigen Bild und sagen, oh, da muss es regnen und ich weiß schon ganz genau, wo der Blitz hinkommt? Nee, es entstehen oftmals Ideen auch beim Zeichnen. Ich mache das ja zusammen mit meinem Freund, dem Gunter Brothecker. Mhm. Und es ist oftmals, dass wir dann auch bei der Produktion halt oftmals miteinander telefonieren und dann haben wir auch oft noch Einfälle oder beim Zeichnen fällt mir was ein und dann gebe ich ihm dann nochmal einen Hinweis und er schreibt dann nochmal noch eine Textline dazu. Also das passiert dann so im Ping-Pong. Ja. Kommt es manchmal vor, dass Sie ein Bild fertig haben und im Nachhinein dann sagen, oh, eigentlich hätten wir da jetzt auch noch vom Wetter her die Aussage unterstützen können, haben wir halt vergessen, ist nicht so? Ja, doch, das kommt auch schon vor. Dann werden dann halt im Nachhinein dann nochmal Bilder nochmal nachbearbeitet, wenn es noch möglich ist. Ne? Dann wird das Wetter nochmal verbessert. Richtig. Das können wir nicht. Wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Vielen Dank für die Information. Ganz sehr spannend. Gerne. Wetter in Comics. Hier ist es zwar auch in bunt, aber deswegen nicht nachbearbeitbar. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und das ist relativ ruhig. Hochdruckeinfluss eben ja schon gesagt. Da fällt aus diesem Gewölk fast nichts raus.